Und jetzt anzünden, bevor ich mir die Hände verbrenne. Oh, mehr. Yeah! Seht euch nur mein Werk an! Wieder mal habe ich vergessen, das Mikrofon einzuschalten. Was ist denn los hier mit mir? Also einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Und willkommen zu Green Hell. Ja, ein Survival-Spiel, was ich auf Steam entdeckt habe. Ich habe eigentlich alle Spiele, die ich gesehen habe, auf Steam entdeckt. Da muss ich nicht jedes Mal dazu sagen, wo ich die gefunden habe, oder? Genau. Ich will gerade nur gucken. Ja, alles gut. Dass ich das auf Deutsch noch... da haben wir Sprache auf Deutsch. Habe ich das jetzt umgestellt? Nochmal, hier Game. Genau, ein Survival-Spiel. Ah, super, tipptopp. Was ich auf Steam entdeckt habe, das ist vor... Lass mich lügen, vor ein paar Wochen ist das rausgekommen oder so. Sah grafisch relativ gut aus. Das befindet sich noch in der Early Access. Und ja, ich könnte jetzt gucken hier, aber das ist mir alles zu aufwendig. Ich werde das Spiel auf jeden Fall unten verlinken, wenn es euch interessiert. Könnt ihr ja selber mal gucken. Und okay, jetzt denke ich, dass ich auf jeden Fall... Herausforderung mal überleben? Machen wir doch überleben. Fangen wir doch einfach mal an, gell? Gucken wir es uns doch einfach mal an. Leicht, normal. Wir spielen auf normal. Das sieht alles gut aus. Oh, es geht los. Ist das normal, dass das so lang lädt? Ich habe jetzt übrigens da unten am Boden auch noch so eine blaue Lampe hingestellt, dass von unten noch so ein bisschen Licht kommt. Ich glaube, so ist der Hintergrund echt am geilsten, dass oben so ein bisschen die Farbe wechselt, aber unten so konstant blau bleibt. Das finde ich cool. Also, ich hoffe, ihr findet es auch cool. Also, ihr müsst das cool finden. Es geht los. Tag 1. Okay. I'm here. Hey! I made it! Oops. Is everything all right? Yeah. You can come up. You do know you have the walkie-talkie, right? So, tut mir leid, dass ich kurz nochmal unterbrochen worden bin. Da hat mir jemand gerade auf WhatsApp geschrieben. Halte T gedrückt, um dein Funkgerät zu benutzen. Also gedrückt halten muss ich nicht. Ah doch, hallo? Du kannst hochkommen. Ah, da kann man so, drauf drücken. Just go ahead. Mm-hmm. I need to find something in my backpack. Also, wir sollen schon mal vorausgehen. Die sucht noch irgendwas, so typisch Frau, die ist noch nicht fertig, ohne Vorurteile und so. Das kann jetzt eine halbe Stunde, Stunde dauern, bis die fertig ist. Ah, wir müssen auch antworten, so. Ich wette, du weißt es gerne. Aha. Ich frage mal, was die so sucht noch. Gear should already be at the camp. You will know when the time comes. Patience. Okay. Na gut. Very well. You can catch up, I guess. The path leads through that canyon. Gut. Mhm. I know. Also, wir sollen schon mal vorausgehen. Nutze WASD und sich zu bewegen ist eigentlich überall dasselbe Prinzip. Sieht auf jeden Fall schon mal schön aus. Da kann man echt nichts sagen. Hier so, wie das Licht durch die Blätter erscheint, fühlt man sich gerade wohl und heimisch hier in dem Dschungel. Soll ich noch antworten? Ah. Oh, have you tied down the bow? Okay. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. The place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jawahaka village. Good. And what if they will not speak to us?
Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Good thing I have an anthropologist at hand. Dr. Higgins. Oh ja, wir sind ein Doktor. Okay. Wir haben, wie ihr gerade gesehen habt, auf jeden Fall noch ein kleines Stöckchen aufgesammelt. Es gibt hier auf jeden Fall auch so eine Art Crafting-System, wie man es ja bekannterweise bekannt ist bei so Survival-Games. Ah, das ist anscheinend unser Zelt hier. Ist alles okay hier? Sieht doch eigentlich gut aus, ne? Kisten stehen. Ey, würde mich mal interessieren, wie die Kisten und das ganze Zeug diese steile Klippe da hochgebracht haben. Aber sieht eigentlich alles gut aus, ne? Sagen wir doch, dass alles so Roger ist. Passt schon. The camp looks impressive. They put up a tent for us. There's even a fire pit. Looks like everything's ready. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. Super. Okay. Okay, es springt immer so von Tag zu Tag. Well, that's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Gut, also wir sollen schon mal ein bisschen Holz sammeln, dass die gute alte Frau das Essen vorbereiten kann. Was steht denn hier? The Lost... Okay, gut. Das interessiert mich jetzt gerade noch nicht so wirklich. Guck mal, da ist eine Maske. Ich kann mir gut vorstellen, dass die hier sind. Ich hab's jetzt nur mal so leicht überflogen, was die gesagt haben. Hey, die soll kochen und nicht da voll rumliegen. Hun, get the campfire started, please. Mann! Erst gestern hat die im Boot da unten rumgegammelt und jetzt will die nicht mal das Essen vorbereiten. Das sind so Tiere, die man hier antreffen kann? Harmlos. Hinter all den Gefahren verbirgt sich so viel Schönheit in diesem Dschungel. Viele kleine Säugetiere dienen den Eingeborenen als Nahrungsquelle. Also es gibt auf jeden Fall hier noch Eingeborene. Solche da. Vor denen nehmen wir uns wahrscheinlich besser in Acht, habe ich das Gefühl. Gut. Was gibt's noch? Also wir sollen Holz sammeln. Ein Stück habe ich ja schon. Finde ein Werkzeug, um Bäume zu fällen. Boah, wir starten gerade mit einer Machete, das gefällt mir. Tschüss. Tschüss. Halte C gedrückt, um Navigationsrad. Was? Ah. Okay. Oh. Okay, das ist so Crafting. Rucksack, was wir im Rucksack haben. Gut. Noch eine Machete. Warum auch immer wir zwei brauchen. Kann man jede Hand eine nehmen? Das geht wahrscheinlich nicht. Solarzellen am Start. Ganz, ganz nice. Also wundert euch nicht, wie gesagt, das Spiel ist noch in der Early Access. Das heißt, es kann natürlich vorkommen, dass es 1, 2, 3, 4, 5 kleine Fehler geben wird. Eine Liane, da kann man sich zwischen... Ah, man muss gedrückt halten. Zwischen Dschungel schwingen wie Tarzan. Aber wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag und wir müssen Holz finden. Ja, ich breche einfach mal auf. Querfeld ein, oder? Ja, haben wir einen Kompass? Noch eine Machete. Braucht man denn so viele hier? Nutzt die sich ab? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich muss auch mega aufpassen, dass wir uns nicht verlaufen hier, ne? Kann man das jetzt... Aha. Macheten plus eins. Ah, ist das so unser Skill, sozusagen? Wie stark wir sind. Bananenblätter zum Arsch abwischen, wenn man kacken war. Noch eine Liane. Die kann ich jetzt nicht mitnehmen, oder was? Ist das Inventar voll? Kuh fallen lassen. Nö, will ich nicht. Was? Wieso denn? Ah, stapeln wir die und jetzt... Hä? Ich bringe die mal zurück ins Lager. Vielleicht brauchen wir die. Kann ich die jetzt hier irgendwo einlagern? Also eigentlich sollen wir ja Holz finden und nicht Bananenblätter. Aber das ist auch wichtig. Hygiene hat Vorrang. Ich leg das mal hier ab. So, da liegt's schön.
Zielen, B, Block, was, R? A, mit R blockt man. Ah, und mit, oh, man kann das Ding werfen. Hä? Ist das jetzt abgeprallt und, egal. Wenn man aufs Mausrad draufdrückt, dann kann man da ein bisschen zielen und das Ding dann werfen. Okay, wir brauchen jetzt aber immer noch Holz. Vielleicht muss ich auch einfach nur einen Baum schlagen. Vielleicht reicht das. Guck mal, der sieht doch gut aus hier für Brennholz. Ja! Machete plus 1. Doch, das sieht gut aus. Perfekt. So. Nimm noch ein bisschen. Geht nicht mehr. Ey, der geht doch noch. Bist du so schwach? Ist das dein Ernst? Da hätte ich den Baum ein bisschen näher vom Lager, sollte ich den fällen. Halte C gedrückt, Integrationsrad aufzurufen. Wähle das Tagebuch. Und das Feuerlesezeichen. Vielleicht sollte ich erstmal das machen. Hier C. Tagebuch. Tagebuch. Und jetzt das Feuerlesezeichen. Kleines Feuer. Wir brauchen, ach so, ja, nee, das haben wir ja nicht. Abbruch Q. Okay. Wir brauchen Stöcke. Langer Stock. Ja, brauchen wir denn überhaupt das? Ich meine, den kleinen Stock, den wir vorhin gefunden haben, den haben wir auch einfach so ins Inventar gesteckt. Ach, ich weiß es nicht. Ich sehe jetzt schon, es wird Nacht, bevor wir überhaupt nur irgendwas gemacht haben. Warte nochmal. C. Tagebuch. Kleiner Stock, Stock, Feuer. Ja, haben wir das also schon. Wo stellen wir das denn hin? Da ist gut, oder? Geht das? Nee, das geht nicht. Dann hier, kann man sich schön da hinsetzen. Ah, jetzt können wir das da so vorbereiten. Jetzt können wir... Honey, I can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Yeah, everything the porters left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet. But it feels that way. Okay, und es fehlen Taschen. Ich glaube ja, ich hab ja wieder so eine meisterhafte Vorahnung, dass die Eingeborenen hier uns da was geklaut haben. Ganz sicher. Tee halten zum Ja, wir brauchen kleine Stöcke. Ja, also komm, ich fäll nochmal so ein Ding. Oder müssen wir die vom Boden aufsammeln? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das sind doch kleine Stock. Ja, das brauchen wir. Nicht diese Riesendinger. Ist unglaublich. Sehr schön. Okay. E. 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 Kleiner Stock. O. Was? O. Null. Hä? Hat das jetzt nicht gereicht, oder was? Das hat nicht gereicht. Echt jetzt? Ah, ich kann sogar die nochmal halbieren. Ist ja cool. Kleiner Stock. Kleiner... Ah, das war einfach nur Stock. Echt jetzt? Tatsächlich. Ich muss die auch nochmal halbieren. Boah, das ist ja cool gemacht. So. Jetzt haben wir erstmal ein Lagerfeuer gemacht. Hey! Stock 0. Ich hab doch gerade welche eingesammelt. Was soll denn das? Stock, kleiner Stock, kaputter Stock. Hier, ich habe keinen Platz mehr im Rucksack. Stock 0. Ich hab doch Stöcke. Was soll denn das? Och Mann. Nee, die ging ja eben gerade auch. Warte mal, ich probiere es jetzt mal anders. Ich mache noch mal so. Tagebuch. Kleines Lagerfeuer. Nur mal für Blöde. Stellen wir das jetzt daneben dran. Guck mal, das geht jetzt wieder. Ah. Oh, ich dumm. Ich depp. Okay. Kann man das wieder wegmachen? Ich will das wieder wegmachen. C. Da brauche ich ja keinen kleinen Stock. Da brauche ich jetzt große Stöcke. Stock. Stock.
Stock. Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen dämlich angestellt. So, guckt. Wir haben es geschafft. Wieso brauchst du ein Walkie-Talkie? Die ist 5 Meter da hinten im Zelt. Kannst du mir da ein Feuerzeug geben? Looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Don't tell me. Yeah, we have no fire. Nein. Not a single lighter, nor box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. So. Also. Wir haben kein Feuerzeug mehr. Kann ich das eigentlich nicht wieder abreißen jetzt? Scheiße. Nee, ich glaube nicht. Okay, aber kein Problem. Also ein Problem ist das schon. Handbohrer. Stock, kleiner Stock. Haltet sie gedrückt. Ich hätte gerne kleines Feuer. Keine Einträge. Handbohrer. Das brauchen wir. Also nehme ich einen. Hier habe ich einen kleinen Stock. Und jetzt nehme ich einen großen. Oder? Ist das richtig? Wir brauchen einen großen Stock noch. Okay. Warte mal. Nee, das funktioniert nicht. Ich brauche gerade noch einen Baum, den ich fällen kann. Hier. Reiß den halben Wald hier mit ab. So, also. Langer Stock. Nee, brauchen wir nicht. Ich will einen Stock. Nein, pass auf, den will ich haben. Stock. Stock, Machete. Was sind denn das für Punkte hier? Werkzeug benutzen, um Glut herzustellen. Guck mal, hier habe ich einen kleinen Stock auch noch. Jetzt habe ich einen kleinen Stock und einen großen Stock. Halte C gedrückt, während es... Und wieder dann Handwerk. Ah, Handwerker. Herstellen. Tagebuch? Nee. Ich glaube, die meinen, herstellen, nicht Handwerk. Das ist noch nicht so richtig übersetzt, habe ich das Gefühl. Ah, wir können echt mehrere Machiten nehmen. Und jetzt? Das ist der Tisch. Den kleinen Stock. Und den großen Stock. So. Handbohrer. Herstellen. Yeah! I need to find something dry. Handbohrer? Für ein Feuerwerkzeug ist Zunder erforderlich. Suche noch etwas Trockenem wie trockene Blätter, Vogelnest oder Fasern. Das sagt er mir jetzt, aber schickt mich dann erstmal nochmal ins Menü rein. Mann, mich nervt das, dass das Ding hier rumsteht. Das nervt mich wirklich. So ein unfertiges Feuer. Ich glaube, ich tue das schnell. Egal. Fasern oder so. Das sieht doch sehr trocken aus hier. Machete? Was ist das da? Nee, das ist ein Palmenblatt. Palmenblatt. Ja, das ist nicht trocken. Entschuldigung, es sah nur trocken aus. Okay, wo kriege ich denn am besten jetzt Fasern her? Trockene Blätter, ein Vogelnest oder Fasern? Als ob ich jetzt auf so einen Baum hochkletter und ein Vogelnest hole. Da, die sind doch eigentlich trocken. Egal. Muss ich da einfach jetzt hier vom Boden so? Nee, was haben wir denn da? Eine Nuss einfach. Cool, die kann man essen im schlimmsten Fall. Dann entfernen wir uns mal ein bisschen weiter. Oh, Bananen gibt's hier, cool. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir jetzt noch
Ja, Fasern oder irgend so ein Zeug halt, ne? Wo kriege ich das denn her? Guck mal, da kann ich das da weiterbauen hier. Nee, kann ich nicht. Trockenes Blatt. Ah, siehst du, das sind doch trockene Blätter gewesen. Habe ich mich nicht geirrt. Um ein Feuerwerk zu benutzen, öffne dann Tab. Rufe das Konto. Ach Gott. So, Handbohrer. Benutzen. Muss ich das beim. Muss ich. Ich glaube, ich muss mich eher. Ich gehe mal schlauerweise hier zum Feuer hin. Nicht, dass ich dann den jetzt verschwende. So, benutzen. Und jetzt? Trockenes Blatt. Funktioniert. Und jetzt anzünden, bevor ich mir die Hände verbrenne. Omega. Yeah! Seht euch nur mein Werk an! Ich habe Feuer gemacht! The fire is burning. Ja! Coming. Give me a minute. How do you do it? What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. So, antworten mit T. Du hast recht. Yeah, you're right. I'm optimistic. If we're gonna find answers, hell, it'll be here. Yeah. This time we need to pay attention to the slightest details. Last time I must have missed something. Last time, you were only making general observations. This time, we have a specific goal. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Okay, die will sich also mit den Eingeborenen hier treffen. Und das finden wir natürlich nicht so cool. Weil wer will schon allein in so einem Dschungel sein? Durchsuche das Zelt. Ist sie jetzt schon weg, obwohl es regnet? Oh, guck mal, die Maske hängt jetzt da. Die lag vorher aber irgendwo anders. Vielleicht hat sie einen Abschiedsbrief hinterlassen oder so. Ein Poster ist hier noch. Was steht da? Aha. Ja, das lernt man auch irgendwie in der Schule auch noch. Was soll ich denn hier finden? Hier, eine Notiz. Ich bin im Dorf. Melde dich über Funk bei mir, wenn du aufwachst. PS, ich hab dir ein kleines Geschenk dagelassen. Okay. Hallo, Mia? Hey, Sleepyhead. Finally up? Eine Uhr. You left already? Why didn't you wake me up? You know I hate farewells. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me, that's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Wir haben Geburtstag. Well, I didn't. Okay, sie hat uns also eine coole Uhr geschenkt. Gut. Sexy. Was ist denn das für eine Uhr?
exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. Tell me about it. Okay, wir haben also eine coole Uhr gekriegt. Halte F gedrückt, um auf deine Smartwatch zu schauen und deine Grundbedürfnisse zu überprüfen. Voll sexy. Gut, was haben wir da? Wasser, Feuchtigkeit. Ah, finde etwas Nahrhaftes und iss es. Ah, das links, das rote bedeutet wahrscheinlich Hunger. Kann das sein? Ist das der Magen? Und das Glas bedeutet, wir haben Durst? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Aber jetzt, meine lieben Freunde, wir sind bei 25 Minuten angekommen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen von Green Hell. Ist mal ein bisschen was anderes als so Science Fiction und so. Wenn es euch gefällt, lasst mir doch eine positive Bewertung da mit einem Like oder mit einem Kommentar, damit ich sehe, hey, das passt euch, dann mache ich auch weitere Parts. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Nier und ciao.